Ich bin ein Diener von Utnur. Mein Schwertarm ist gegen seine Verbündeten eingeschworen. Diesem Zweck ist meine Seele geweiht. Der Geist scheint sich einzurollen. Geweiht. Also ja, was ich vorhin sagen wollte, bevor ich das mit dem Täuschen entdeckt habe. Hier kommen wir nicht rein, weil hierfür hätten wir Meerwalds Erinnerungen absorbieren müssen, also seine Seele. Und das haben wir nicht. Dadurch wissen wir nicht, wie man da reinkommt. Also, gehen wir jetzt wieder hoch zu dem Vitrak. Wisst ihr, da gibt man sich so viel Mühe. Die Gemeinheit ist, es gibt auch nur einen einzigen Quick-Save-Slot. Aber gleichzeitig drei Autosave-Slots. Sonst hätte ich den letzten Quick-Save laden können. Aber ich möchte nicht unbedingt jetzt nochmal diese gesamte Ebene machen, nur wegen einem täuschend. Nur weil man einmal das Falsche nimmt. Weil man einmal versucht, mit einem Geist zu kommunizieren. Es lebt und es stinkt nach Staub und alten Seen. Hat es den Adder, den Charek will? Ich habe alle Proben gefunden. Ich werde es jetzt zu eurer Anführerin zurückbringen. Nee, Herr Rumlungerer, geht mit ausgestreckten Klauen nach vorne. Gib uns, was Charek verlangt. Das ist nichts für einen Außenseiter. Ein krabbelnder Wurm unter Reisen. Sie zischt, gib es her. Nun gut, nimmt sie. Deine Anführerin wird wissen, dass du lügst. Ich tat das zur Würde des Volkes. Bist du so eigensinnig, dass du das riskieren würdest, nur um persönliche Anerkennung zu gewinnen? Ich habe genug von dir. Deine Anführerin wird wissen, dass du lügst. In deinem Verstand kannst du ein dumpfes Lachen hören. Was kümmert Charek solche Dinge? Strafnerik allein, darauf kommt es an. Unser Volk, ich werde ihm unsere Zukunft bringen. Ich werde meine Verbrechen daneben legen und sie werden gering wirken. Ich werde endlich nach Hause kommen. Der Vitrak stößt ein scharfes Pfeifgeräusch aus, worauf ihre Gefährtinnen nach vorne stürmen. Aber der Eindringling, es hat keine Zukunft. Okay, das war der Vitrak, den ich wahrscheinlich gefangen nehmen muss. Der Vitrak sinkt mit einem zischenden Gurgeln und Rasten im Hals auf eine Knie. Es ist ein böses, reckgeschmiedetes Ding. Ich verfluche seine Eier, seine Familie soll es zum Sterben in die Dunkelheit taumeln. Führ es zu Ende, Wurm. Gefangen nehmen, so leicht kommst du mir nicht davon. Ich nehme dich mit zurück nach Ketlua. Mark, kannst du aufhören, Sagadi zu fressen? I'm here. Was that necessary? Mark, stay close. Okay. Damit hätten wir das. Das irgendwas Böses gemacht? Nö. Charik grüßt dich, Menschtier. Es war in der Tiefe. Es hat was es sucht. Eine Speerin griff mich auf dem Weg hierher zurück. Ah, das tut mir leid, aber ich musste mich verteidigen. Du spürst, wie ein abhebendes Echo des Verlusts durch deinen Verstand halt. Chark versteht, tut leid, was Kestrick getan hat. Beschützt Nesh schon viele Jahre vor vielen Dingen. Die Vita hält inne. Mensch wird nicht verletzt, Chark hofft.
Charik die Gegenstände geben. Ich habe alle Adra-Proben. Du spürst in deinem Schädel abermals ein kurzes Jucken und dann ein wogendes Echo der Freude. Dann stehen wir in großer Schuld. Damit studieren wir Lernen Geheimnis des Meisters. Wir machen Statuen größer als von alten toten Meister im hohlen Ort. Strafnarik wird wie das Meer erstrahlen. Vitak danken dir, haben Münzen. Ist Brauch, ja, Vitak haben Münzen vieler Zeitalter. Werden viele geben. Sie denkt einen Augenblick nach. Wer Mensch hier immer noch zu den tiefen Orten gehen will, es sollte mit Krivi reden. Krivi hat Vorräte, wird helfen. Charik gibt auch dies, wurde in Tunneln gefunden. Passt Vitak nicht, beschützt Mensch, ja, wird Glück bringen. Charik, ich helfe gerne. Vitak erinnern sich, lange nachdem Sonne ins Meer gefallen ist, dann ist das ist Beginn von etwas Neuem, neue Umdrehung des Rades. Charik wendet sich den Nestern zu, die die Wände säumen. Junge werden einen besseren Ort zum Leben haben. Jo, Werkzeuge des Meisters abgeschlossen. Auf meinem Rückweg zum Vitak-Lager wurde ich von einigen Speerinnen angegriffen, die sich für die Ehre für meine Entdeckung nehmen. Die sich die Ehre für meine Entdeckung nehmen wollten. Ich brachte die vor dem Vitak erbetenen Gegenstände zurück. Dadurch sollten sie genügend Material für ihre Forschung haben und nicht mit deren Händen in die Heimat zurückkehren müssen. Und ein Dolch habe ich gekriegt. Okay. Und Geld und ein Level-Up für Durenz. Überleben. Damit hat er endlich mal Schadensreduktion 2. Und jetzt darf ich eine Zauberbeherrschung, was er einmal pro Tag machen kann. Grässliche Segnung. Verstärkte Verschlossenheit der Verbündeten im Kampf und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Das wäre eigentlich eine Sache. Abwehrsiegel. Generiert ein magisches Siegel, das einen Schwall elektrischer Energie explodiert, wenn ein Feind es berührt und ihm Schockschaden zufügt. Schläge der Ermutigung. Wenn der Zweifel im Angesicht unterschiedlicher Glaubens überfällt, Feinde im Völkerungsbereich und verringert ihre Nahkampfgenauigkeit und die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Schutzkreis. Erzeugt einen großen Bereich der göttlichen Obhut, in dem Verbündete einen Bonus auf alle Verteidigungen erhalten. Das sollte ich nehmen. Hat er jetzt noch neue Zauber? Ah ja, er hat hier neue Zauber gekriegt. Sturm des heiligen Feuers, Wiederbelebung und geringer Avatar. Nicht schlecht. I'm here. Dann gucken wir mal, was für Vorräte uns sie an. Also Krivi anbieten kann. Einmal mehr erklingt die flöhende Stimme der Vitak in deinem Verstand. In dir sprach er immer noch willkommen. Brauchst du etwas? Dein Anführer sagte, du wirst einige Vorräte verkaufen. Ja, Charik sagt, du hilfst uns. Krivi sammelt Vorräte. In dir sprach er kann sehen. Außergewöhnliche Rüstung braucht. Also Saphire und Diamanten nehme ich. Ich nehme mal alles an Edelsteinen mit, was sie so hat. Und das sind ja nur ein paar Kinkerlitzchen. Schriftrollen brauchen wir nicht. Oder außergewöhnliche Rüstungen brauchen wir auch nicht unbedingt. Aber ja, so wertvolle Sachen, die nehme ich mit. So, jetzt können wir wieder runtergehen. Ja, wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Nur ist die deutsche Übersetzung, die normale, nicht ganz so toll gewesen. Die Bot-Übersetzung ist schon besser. Hat zwar immer noch einige Fehler, aber es ist um einiges spielbarer geworden.
Vor dir befindet sich eine große, prunkvolle vegetarische Tür. Zu beiden Seiten befinden sich große, schwach leuchtende Kristalle. Du spürst eine eigenartige Veränderung in der Luft, als ob jemand in der Nähe wäre, aber du kannst niemanden sehen. Plötzlich hörst du aus der Richtung der Tür ein Flüstern, das aus dem Nichts zu kommen scheint. Das Flüstern wird lauter und vielfältiger, viele leise sprechende Stimmen. Innerhalb weniger Augenblicke hat sie sich zu einem chaotischen Gezische von Stimmen gewandelt, die alle darum wetteifern, sich Gehör zu verschaffen. Während du zuhörst, beginnen die Stimmen aber miteinander in Gleichklang zu fallen und schließlich in Worte einen Satz, den viele gleichzeitig sprechen. Unter dem Stein und dem Gewicht der Jahre ruht jemand, der selbst den Tod erschlagen würde. Wer ist gekommen, um ihn zu erwecken? Ja, ich suche nach dem Meister in der Tiefe. Ich bin ein Diener Ordnua, mein Schwert aber ist gegen seine Verbündeten eingeschworen. Diesem Zweck ist meine Seele geweiht. Lügen, ich bin gekommen, um Ordnuas Herrschaft ein Ende zu bereiten. Ja, ich bin Talisa, die rechtmäßige Herrscherin von Ketnua, eine Erkunderin. Ich suche nach dem Meister in den Tiefen. Die Stimmen murmeln und flüstern, bis sie auf einmal so still und abrupt verschwinden, dass dich die folgende Stille förmlich durchrüttelt. Nichts geschieht, anscheinend kümmert man sich nicht mehr um dich. Ja. Also, damit kommen wir zum Glück raus. Wir halten fest, einer der Leute hat gesagt, dass hier ein Schwur nötig ist. Also das hat der hier uns hier oben gesagt. Wiederum, der hier hat uns gesagt, dass sie den Zauber an der Tür umgekehrt haben. Ja. Wer ist gekommen, um ihn zu erwecken? Ich bin ein Feind von Odnur. Mein Schwert ist gegen seine Anhänger eingeschworen. Diesem Zweck ist meine Seele geweiht. Stimmen scheinen Luft zu holen. Du hörst ein steinernes Grollen. Und die Tür gleitet auf. Die Kristalle zu beiden Seiten der Tür werden dunkel und mit dem Licht verschwinden auch die Stimmen, die anfangs zu Gemurmel verkümmern und dann ganz schweigen. Der Weg ist frei. Du hast es geschafft. Wir werden die Ersten sein, die seit Ewigkeiten durch diese Tür schreiten. Keep an eye out. Bedeutet aber nicht, dass hier hinten noch Feinde sind. Oh ja, der Hüter von Ordnua. Hey. Nothing I can do. So, Adragard. Ach Gott, der, du siehst es. Got an arrow for this one. Mike. Can't get a good shot with this. Okay, wir sollten da auch noch schwerere Sachen aufsetzen. Ah, thank good and rough. Ah, thank you. Da hinten. Can't get a good shot. I have. Gut. Hast du was Besonderes? Eine einzigartige Streitaxt. Ja, aber du bist eher für Beile. Okay. I'd be glad to.
So, das hier ist Ort Noahs Thronraum. Aber kein Ort Noah in Sicht. Nur die nächste Treppe.